Ich habe den neuen Nakrani Aircraft. Nakrani kennt man ja schon von dem Edelstahl HMD, beziehungsweise gab es da auch schon zwei Varianten. Jetzt haben sie mit dem Aircraft noch ein Alu HMD rausgebracht und da wollen wir natürlich wissen, ob der auch taugt und deswegen packen wir den mal aus, gucken uns den an, dann brennen wir den aus und beim nächsten Köpfchen rauchen wir den. Bin ich sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Also Verpackung ist schon mal gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was da drin ist. Nakrani Aircraft. Auf der Packung haben wir nicht viel. Also irgendwas sollen wir kontrollieren. Wahrscheinlich die Hitze. Da ist eine Abbildung auf der Seite. Sieht auf jeden Fall schon mal fancy aus. Auf der Seite haben wir nichts. Auf der Seite haben wir nichts. Auf der Unterseite haben wir auch nichts. Oh. Shiny Metal. Shiny Metal. Oh, der sitzt aber sehr, sehr fest. Okay, ist auf jeden Fall schon mal deutlich da. Ich finde es geisteskrank nice, wie der wie so ein Triebwerk aussieht. Also wenn du von vorne in so ein Triebwerk guckst, dann siehst du ja auch da die Wellen drinnen, ne? Und das läuft auch vorne so ein bisschen zu. Wir haben die Löcher außenrum. Wir haben ein, also von der Unterseite her sieht er fast normal aus, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall schon mal teurer als ein Onmo. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil. Hier haben wir auf jeden Fall einmal Aircraft draufstehen und auf der anderen Seite steht in Kyrillisch Nakrani. Ja, so sieht das Ding aus. Den müssen wir aber erst noch ausbrennen. Immer, wenn man einen neuen HMD bekommt, ist es am besten, den auszubrennen. Ich würde gerade bei Alu-HMDs den auf keinen Fall mit auf den Kohleanzünder legen, weil es sein kann, dass das Alu schmilzt. Das wäre ziemlich scheiße. Deswegen mache ich das so, dass ich mir einfach drei Kohlen mit anmache, lege den dann in meinen Kohlekorb und lege dann einfach die drei Kohlen da einmal rein. Und dann können nämlich alle Schmierstoffe, die für diesen HMD gebraucht werden in der Herstellung, einmal schön verdampfen, beziehungsweise alles, was an Überresten aus der Fertigung bleibt, kann dann einmal schön verdampfen. Und dann lasse ich das einfach ein Köpfchen oder sagen wir mal mindestens 30 Minuten, aber ich lasse es jetzt einfach, während ich mein anderes Köpfchen rauche, stehen. Und dann habe ich danach einen schön ausgebrannten HMD. Erstmal möchte ich wissen, wie viel der HMD wiegt. Oh, ich wollte eigentlich nur nullen. Wiegen wir als erstes mal einen Onmo. Also der Onmo ist, denke ich, schwerer. Wirkt zumindest so. Der wiegt 69,2 Gramm und der Nakrani wiegt, oh, 66,8 Gramm. Echt, ist gar nicht so viel leichter. Fühlt sich irgendwie leichter an. Weiß auch nicht. Sieht aber auf jeden Fall auch sehr, sehr geil aus, oder? Hier im Vergleich, rechts der Nakrani, links der Onmo. Der Onmo natürlich schon deutlich älter, ne? Der sieht schon ein bisschen, lag schon einige Stunden im Wasser rum, da lag schon sehr, sehr viel Kohle drin. Ich bin gespannt, wie der Nakrani auf Dauer aussehen wird. Aber so erster Eindruck, gerade hier das mit diesen Lamellen in der Flugzeugturbinenoptik, das ist, also sieht schon geil aus. Ist auf jeden Fall ein sehr schön designter HMD. Und wie oft bei den Russen halt auch irgendwie so eine Designsprache dabei, ne? So ein Motto mäßig. Ja, aber 66,8 gegen 69,2. Also wirklich kein großer Unterschied im Gewicht. Wir sehen auch, dass oben beide ein bisschen zulaufen. Der Nakrani zwar ein bisschen massiver. Maybe dann die Bodenplatte ein bisschen dünner. Ja. Und halt der wichtigste Unterschied, ne? Beim Nakrani haben wir unten keine Balken. Ne? Beim Onmo haben wir hier unten die Balken. Die fehlen natürlich komplett beim Nakrani. Da gibt es nur diesen einen Ring hier zum Zentrieren. Wobei der auf der Innenseite von den Löchern liegt, weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Beim Onmo ist der Ring, der zentriert auf dem Kopf, außerhalb der Löcher, was ich eigentlich als besser einstufen würde. Ja. Aber vielleicht ist der Nakrani dadurch besser, um auf den Köpfen zu liegen. Bin auf jeden Fall gespannt. Wir gucken uns mal die Passform an. Hier haben wir einen HMD-Kopf von Onmo selbst. Da passt der wunderbar drauf. Dann gucken wir uns nochmal an hier einen Popo. Absolut perfekte Passform. Ist ganz genau die Größe. Also das sieht wunderbar aus, auch von oben. Ja, also ihr seht, der sitzt da absolut traumhaft drauf. Und dann können wir uns nochmal die Mehrloch-Variante hier angucken. Das ist die Cosmo Turkish Bowl. Auch sehr, sehr nice. Aber auch der Onmo wird da drauf sitzen. Also long story short, der Aircraft. Ja, guck mal, durch den Ring von dem Onmo sitzt der sogar ein bisschen höher auf dem Rand. Also da passt vielleicht der Aircraft sogar ein kleines bisschen besser drauf. Wobei ich diese Kombi auch schon etliche Male geraucht habe und sehr, sehr geil finde. Aber ich bin sehr gespannt, wie der Aircraft ist. Der sitzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen flacher da drauf. Dadurch, dass er nicht diesen Ring zum Zentrieren so weit außen hat, sitzt er nicht auf dem Rand. Ja, man kann ihn verschieben und er greift relativ spät erst mit dem Ring, der innen liegt. Bei dem Onmo liegt der Ring aber auch einfach komplett auf. Ja. Long story short, wir setzen den jetzt mal hier auf unseren Popo.
ist, soweit ich weiß, auch der erste Alu-HMD aus Russland, oder? Also es gibt sehr, sehr viele Callout-Fakes in Russland. Ich habe den HMD bei Baku gekauft. Können wir kurz mal gucken. Bei Baku gibt es den dann auf jeden Fall. 35 Euro kostet das Ganze. 3,50 Euro könnt ihr sparen, wenn ihr Code SWG noch mit eingebt. Da könnt ihr auf alles außer Tabak bei Baku 10% sparen. Und dann kostet er 30 Euro. Ah, ein bisschen über 30 Euro. 31,50. Muss also auch ein ganzes Stückchen besser funktionieren als so ein Onmo, ne? Weil der Onmo kostet regulär 25 Euro. Übrigens, ja, der ist hier schon ewig gelistet. Das heißt nicht, dass der schon draußen war und ausverkauft ist. Der ist da schon ewig. So, ich hole mal die Kohle und dann legen wir auch die Kohle. Eine dahin. Eine hierhin. Und wie wir es immer machen, am Anfang zum Anrauchen noch eine oben auf Kipp. Die hier oben auf Kipp, die kommt dann weg, sobald das Köpfchen an ist. Und dann sind wir mal gespannt. 19, wir haben das, warte mal, ich mache mir nochmal einen Timer. Ich finde, das sieht auch so noch super, super wild aus, oder nicht? Wir haben 1,5 Minuten rum. Nehmen wir mal den ersten Zug, gucken mal, ob schon was passiert. Not really, not really. Trotz Kontakt. Also braucht maybe eine Sekunde länger. Rauchentwicklung nach 3 Minuten. Also ich habe das Gefühl, er braucht ein Sekündchen länger als der Onmo. Aber ob das jetzt am Ende 4 Minuten oder 3 Minuten sind, solange wir dann 1,5 Stunden gut rauchen können, ist das ja relativ irrelevant, ne? So, 5 Minuten sind rum. Wir ziehen nochmal. Ja, das wäre jetzt so der Punkt, wo ich die dritte Kohle runternehmen würde. Also einmal hier die gekippte Kohle weg, sodass wir nur noch die 2 drinne haben. Wir können die auch mal drehen. Dann können wir mal gucken, ob die maybe unten ein bisschen ausgehen oder so. Schauen wir mal. Maybe minimal mehr als beim Onmo. Also die Kohlen werden unten immer ein klein wenig dunkler sein als oben. Das ist nichts, was uns Sorge bereiten sollte. Also es ist vollkommen normal, dass Kohlen in einem HMD unten ein bisschen dunkler sind als oben. Und vor allem sind sie nicht aus. Sie haben nur ein bisschen an Power verloren, ne? Also einmal umdrehen und dann passt das schon wieder. 7 Minuten. Wunderbar. Geschmack, Ast rein, kein Drücken, kein Kratzen. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, der Durchzug ist gerade ein bisschen für den Arsch, aber da können wir unseren alten HMD-Trick anwenden. Wir gehen nämlich einfach hier unten in die Schlitze mit einer Zange rein. Also unten, ich versuche euch das mal so rum zu zeigen. Nee, es funktioniert nicht wirklich. Also ich gehe hier unten mit der Zange in den Schlitz und hebel das einfach so hoch, drehe den HMD ein bisschen und setze ihn einfach wieder drauf. Ne, dann kleben ein paar Tabakblätter unten am HMD, die werden verschoben, dadurch entstehen neue Luftkanäle im HMD bzw. im Depot, durch die wir dann besser die Luft durchziehen können. Ergo, wir drehen den HMD ein Stück, einfach ein paar Grad hier drehen, ne, so ein bisschen drehen und dann sollten wir wieder ein bisschen besseren Durchzug haben. Muss man auch maybe später nochmal ein bisschen machen, wenn dann wirklich mehr an dem HMD selbst hängt. Wenn man dann wendet, ist das meistens ein bisschen geiler. Aber Durchzug wäre gerade so ein bisschen schade. Gerade so ein bisschen schade. Also mit einem Onmo würde ich die Hand für ins Feuer legen, wäre der Durchzug gerade nicht so schlecht, wie er ist. Er ist nicht nervig schlecht, aber er ist merklich schlechter als mit dem Onmo. Optik, also ich finde von außen den Onmo schöner. Von innen ist der Nagrani eine Augenweide. Ne? Also mit dieser Flugzeugturbinenoptik super geil. Durchzug ist beim Onmo bis jetzt besser. Aber Performance an sich, von der Hitze, wie sie an den Tabak kommt, wie sie den Tabak erhitzt, merke ich wenig Unterschied zum Onmo. Das ist ein Alu-HMD, wie er im Buche steht. Einzig und allein beim Durchzug würde ich einen kleinen Unterschied merken. Aber that's it. That's literally it. Der Aircraft läuft jetzt seit über 30 Minuten. Rauchentwicklung zeige ich euch mal kurz. Gut, und das ist mein Ersteindruck zu dem Aircraft von Nagrani, ein Alu-HMD aus Russland.